Okay, Leute, hochkommen hier. Wir machen wieder weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe noch ein paar Waffen getestet am Ende. Bin hier noch in der Kanalisation. Wir gehen rein und dann machen wir weiter Progress. Was mache ich denn hier? Was nehmen wir denn aus unserem reichhaltigen... Die habe ich ja hochgeladen. Hochgelevelt, meine ich. Die können wir jetzt mal ein bisschen stylen. Achso, hier sind wir auch... Was wollen wir denn hier? Eigentlich wollen wir gar nichts hier. Wir wollen... So, wir haben hier aufgehört, die Nummer zu machen. Genau, wir sind wieder hier im Gebiet. Cerulean Coast. Wieso zockst du eigentlich an der PlayStation, nicht am PC? Ja, ich zock eigentlich, ich habe alle Souls-Spiele auf der PlayStation gespielt. Für mich ist das einfach ein Konsolenspiel und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Das ist für mich irgendwie weird. Elden Ring am PC zu spielen. So, jetzt können wir mal endlich hier dieses Gebiet in Ruhe erkunden. Zum Beispiel hier mal die linke Wand entlang. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Außerdem, warte mal. Haben wir das Gebiet schon mal bei Nacht uns angeguckt? Das muss man nämlich auch immer wieder machen. Weil nachts gibt es Dinge, die es tagsüber nicht gibt. Immer auf die Luft. Fun Fact, 24 Stunden in Elden Ring sind eine Stunde in Real Life übrigens. Man sieht das manchmal gar nicht so richtig, ob es Nacht oder Tag ist. Es fängt auch noch an zu regnen. Ist hier was? In Black Myth Wukong werde ich auf jeden Fall reingucken, ja. Wann kommt denn das? Kommt das nicht jetzt die Tage irgendwann? Oder ist heute oder morgen irgendwie? Ist doch jetzt so kurz vor Release. In 4 Tagen. In 4 Tagen. So. Ja. Dann sag ich noch kurz. Ich trage nicht dahin. Sorry. Zu Gamescom. Also in 4 Wochen. Soll aber eher Souls Light sein, habe ich gehört, als Souls Light. Ja. Ach ey, ganz ehrlich, ich brauche auch jetzt nicht 10 Spiele, die alle versuchen, Souls zu kopieren. Die sollen mal einfach gute Spiele machen und nicht so... Weiß ich nicht. Also ich meine, ich freue mich ja, aber irgendwie nervt es auch, dass jedes zweite Spiel jetzt irgendwie wie Souls sein will. Wow. Jetzt rein, ja. Das Problem ist ja auch immer mit den ganzen Souls-Likes, dass wenn du schon dann auch kopierst und versuchst, wie ein Souls zu sein, dann musst du dir natürlich auch immer den Vergleich gefallen lassen und da verlieren dann die meisten wieder. Stichwort Lords of the Fallen, auch wenn das ein ganz gutes Souls-like war.
irgendwie das Gefühl, ich übersehe was hier. Aber vielleicht ist es auch einfach nur schöne Landschaft ohne Inhalt. Dass hier zum Beispiel nicht irgendwo noch ein Topfboy rumlungert, das wundert mich echt. Was für ein scheiß Fernglas. Erstaunlich wenig los hier in dem Gebiet. So schön es auch ist. Da liegt noch was. Maul. Grave Cricket. Grave Cricket, ist das. Cricket that produces a raspy cry. Material used for crafting items. Many found his stone go in the sun. Okay. Crafting Schmafting. Ich habe mich schon selber gefragt, auf was für ein Spiel ich nach Elden Ring dann wieder Bock hätte. Vielleicht ein Ego-Shooter? Doom Eternal, ja, irgendwie sowas vielleicht. Sowas irgendwie Hirn aus, ratatata Peng, irgendwie so. Ich sehe hier keine Topfboys. Aber vielleicht auch sowas wie Detroit Become Human oder so. Ist ja so irgendwas anderes halt auf jeden Fall. Oder weiß ich nicht, vielleicht auch mal so ein Aufbaustrategiespiel oder so. Age of Wonders oder irgendwie sowas. Hier bin ich, glaube ich, noch nicht lang gegangen, tatsächlich. Sehr interessant, dass das hier unten an den Strand geht. Wie viel müsste ich zahlen, damit du Dragon's Dogma 2 durchspielst? Ich habe auf jeden Fall noch Bock auf Dragon's Dogma 2. Es ist nur ein bisschen schwierig, nach Elden Ring direkt Dragon's Dogma zu spielen, weil es halt schon, ja, schon so ein paar Sachen hat, die mich auch nerven. Aber es sind auch ein paar Sachen, die geil sind. Also eigentlich habe ich schon Bock auf Dragon's Dogma. Und es ist auf jeden Fall... Ich habe es vorhin erst geupdatet wieder bei Steam, also es ist noch nicht zu den Akten gelegt auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Dragon's Dogma jetzt so rein Twitch und YouTube technisch jetzt nicht gerade der Quotenrenner war. Also das muss man schon sagen. Das ist, leider so.
Soll ich die Schild, das Schild, den Schild nutzen? Treffe ich den schon wieder nicht? High five. Was habe ich denn überhaupt? Ich habe noch immer... Wir können hier eigentlich mal... entsprechende Anpassungen machen. Kannst du die Karte noch mal zeigen? Mir fehlt noch eine Menge. Oh nein! Hä? Lol. Das war ja dumm. Ja, das Spiel, ich habe hier natürlich auch ein bisschen Beleuchtung und wenn es dunkel ist, dann sehe ich manchmal die Konturen nicht so ganz gut. Weil das hier reflektiert und ich habe da tatsächlich den Rand nicht gesehen. Passiert den besten, Leute. Da sehen wir den Drachen da oben. Oder was von ihm übrig ist. Das hat Damage gemacht. Nice. Der hat mich? Ich dachte, ich hab ihn. Wieso visiert er ihn denn dauernd wieder ab? Drecksviecher, ey. Müsste es danach eh Flasks geben, deshalb kann ich hier ein bisschen verschwenderisch mit umgehen. So.
Hier, das habe ich nicht gesehen, die Kante eben. Da sieht man aber auch, wenn man hier den Kamerawinkel ein bisschen... Na okay, jetzt ist es hell genug, wenn es dunkel ist und den Kamerawinkel ein bisschen verstellt. Aber dem gleichen Scheiß bin ich schon in Dark Souls 1 gestorben, ey. Naja. Aber wieso ist hier nix? Was haben diese zwei Hände hier bewacht, Leute? Wieso ist hier ein umgestürzter Baum? Ist komisch, oder? Dass hier so absolut nichts ist. So, hier oben. Oh. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Da ist ein Baddie. Wieso lebt er? Wieso hat er überlebt? Wie ist deine Meinung zum DLC? Ich fand ihn an sich super, nur der Loot und die vielen etwas leeren Gebiete waren enttäuschend. Ja, das kann man natürlich kritisieren, das stimmt schon. Ja, das mit den leeren Gebieten so, ja, ich habe, glaube ich, das, also ich habe so das Gefühl, es gibt ja super viel zu finden, ne? Es gibt, glaube ich, über 100 neue Waffen und allem möglichen Kram und so, aber ja, es ist einfach eine sehr, sehr große Welt und obwohl es schon unfassbar viel zu finden gibt, schaffst du es halt nicht, in jede Ecke irgendwas Bedeutsames zu machen. Also bei so einer großen Welt kann halt nicht an jeder Ecke irgendwas mega Geiles sein. That being said, finde ich aber auch, also dass man im DLC in irgendwelchen Höhlen, die man dann entdeckt oder so, dann noch irgendwie eine Seele, so weiß ich nicht, eine Hero-Seele oder so, die 10.000 Seelen bringt oder 5.000 hinlegt oder so ein, weiß ich nicht, ein Upgrade für Spirit Ashes. Das finde ich teilweise auch ein bisschen arg wenig. Also da hätte ich mir dann vielleicht mehr so geile Items. Von mir aus Runen oder so. So, wo ist der Fucker jetzt? Ich
Kann ich jetzt auch mal schlagen, oder was? So. Die sind richtig mies, die Typen, ey. Aber ich bin mieser. Ihr habt Bass, wir haben besser. Okay. Komme ich da eigentlich noch hoch mit Pferdchen? Müsste eigentlich gehen. Da kommen wir hoch. Kommen wir aufs Dach. Nein! Doch, 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 doch. Kein Problem. Oh, guck mal. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Item. Ich meine, wir wissen alle, es ist wieder nur so ein dummes Grave Glove Word, aber wir müssen das natürlich trotzdem bekommen. Da kommt man nur von da oben hin. Tatsächlich von dem Drachen und dann runterjumpen, oder? Von innen. Hm. Jedes Stück ist, was ich im Internet über dich gelesen habe. Dwelven, ich wusste gar nicht, dass du lesen kannst. Herzlichen Glückwunsch. Geht ja wieder voran. Sanjinas Disciples, guck, habe ich das nicht schon gehabt? Eternal Sleep Pot, okay. Eternal Sleep ist übrigens nicht das gleiche wie Normal Sleep. Nur mal so am Rande. Wie kommen wir denn da hin? Ich glaube, ich sind wir schon. Hat noch nie was gebracht, auf so einen Baum zu hauen, aber ey. Ja, hier ist gar nichts übrigens. Das ein bisschen schade ist. Hä, so ein Geißbock hat man aber auch noch nicht oft gesehen, oder? Es gibt kein Entkommen. Droppt noch nicht mal was. Ja, hier ist, hier oben auf diesem Plateau ist tatsächlich nicht viel. Da unten sind wir lang geritten. Aber ich kann hier rüber hüpfen, glaube ich. Ich frage mich nur, ob ich hier schon war. Ich glaube, ich war hier schon, oder? Das ist halt, das sieht halt alles gleich aus. Das ist echt nicht so leicht hier
zu checken, wo man schon war. Ich glaube, ich war hier schon. Sonst wäre nämlich hier ein Item. Da ist kein Item, das heißt, ich war hier schon. Okay, wir gehen da runter und dann versuchen wir an der Küste weiterzugehen. Küste! Ach da, deshalb sind die Hände da, weil die davon ausgehen, dass man von hier da runter geht oder was? Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Fuck you! Wie ist dein Name? Fuck me! Wie ist dein Name? Fuck you! Fuck me, fuck you, fuck you, fuck me! Welcher Film? Austin Powers, Meals, stark. Rapunzel, wusste es auch. Ja, Rush Hour fast. Aber bei Rush Hour 2 oder 3 ist, glaube ich, auch so ein ähnlicher Gag, oder? Oh, wie heiß. Who are you? Me. No, you. Irgendwie so. Echt genau der gleiche Joke, aber funktioniert. So, hier ist auch sonst nichts. Da haben wir alles abgecheckt, oder? Hier nochmal nur gedanklich nochmal checken. Hier. Da war der Baum. Hier sind wir ja schon zum Krater lang. Sind wir hinter dem kaputten Drachen? Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Ihr Wichser, ey. Was fängt euch ein? Oh, du Sausack. Jesus Christ. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich habe mich in meinem Leben noch nie erschreckt. So fühlt sich das also an. Das ist ja krass. Kein schönes Gefühl. Aber es ist auch ein wichtiges Gefühl. Der Körper wird in Alarmbereitschaft gesetzt. Das ist ein Warnsignal für den Körper. Wir sind schon merkwürdige Wesen, wir Menschen. So merkwürdig. Ich muss da so oft drüber nachdenken, wie merkwürdig das alles ist. Allein unser komplexer Apparat, aus dem wir bestehen, aus 1 Million Nerven und Zellen und Gehirn und
Blut und wie das alles zusammenspielt, damit das überhaupt funktioniert. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass das funktioniert, nur damit ich jetzt Elden Ring spielen kann. Das ist doch alles merkwürdig, Leute. Unser gesamtes Dasein macht keinen Sinn. Guck, das meine ich. In Smithing Stone 2 brauchst du auch gar nichts lernen. Kannst auch Pferdekot da hinlegen. Manchmal glaube ich, die haben das so als Platzhalter da hingelegt, weil die dann auch irgendwas anderes hinlegen wollten. Dann haben sie es vergessen. Das ist ja echt ein Pferdeapfel da hinlegen. Los, gleich raus. Das ist für mich keine Erklärung. Nicht jeder hat die Klangperlen eingesammelt. Also erstens mal sollte jeder die Klangperlen einsammeln. Und wer ernsthaft einen Smithing Stone 2 hier im DLC an irgendeinem Ort noch sucht, der hat das Spiel einfach auch nicht begriffen. Dann biete die lieber im Shop direkt für alle an. Wenn du wirklich sicher gehen willst, dass die Leute upgraden, aber das kann ja keine Belohnung. Das passt ja auch überhaupt nicht zu dem Schwierigkeitsgrad, den das Spiel sonst anbietet. Oh, war das schlau? Nein, das war nicht schlau. Nee. Ich dann. Donny hat nichts an Klangperlen und sucht händeringend nach allen möglichen Steinen. Ja, dann soll er im Main Game sich die Klangperlen erstmal besorgen. Damit er die Steine kaufen kann. Das macht ja viel mehr Sinn, als jedes Mal zu hoffen, dass irgendwo ein Steinchen rumliegt. Ich gehe von Spielern aus, die das Spiel schon länger kennen und alle Geheimnisse kennen. Manche sind neu und kennen keine Klangperlen. Nee, ich gehe von Spielern aus, die den DLC spielen. Und warum sollte man den DLC spielen, wenn man das Main Game nicht vollgespielt hat? Und wenn man das Main Game vollgespielt hat, dann sollte man über Klangperlen gestoßen sein. Und dann weiß man sogar auch, in welchen Caves diese Klangperlen zu bekommen sind und was sie machen. Alles nur was dazu, dass man das Main Game spielt. Man kann ja nicht einerseits sagen, der DLC richtet ist Endgame und richtet sich an Leute, die das Main Game schon weit gespielt haben. Und andererseits bauen wir aber dann irgendwelche Items ein. Die für Leute sind, die durchs Main Game gerusht sind und keine Ahnung. Also ich brauche jedenfalls, ich finde es auf jeden Fall Schmiedestein plus 2 völlig besetzt hier. Oh, das sieht ja geil aus. Alter, wo bin ich denn hier?
Ach, das ist das hier. Guck mal, wie geil. Wow. Und guck mal, das geht bis da hoch. Da ist noch eine Hängebrücke. Da ist Bonfire. Wie nice. Finger Runes of Rhea. Rhea! Und mal ganz abgesehen davon, es gibt ja wirklich genug Guides, wenn man wirklich dann sagt, okay, ich verstehe nicht alles, ich weiß nicht alles, dann guckt man halt mal in einen Guide im Internet und dann kann man relativ schnell rausfinden, wo es diese Klangperlen gibt. Ich habe das ja auch alles schon in Vorbereitung auf den DLC gemacht. Ich habe ja extra Wochen vorher wieder mein altes Save Game reaktiviert und mich vorbereitet auf diesen DLC. Bevor wir da weitergehen, müssen wir erstmal hier weiter gucken. Dieser Grabstein sieht anders aus als die anderen Grabsteine. Also für alle, die nicht wissen, was Klangperlen sind Gegenstände, die kann man bei der Tafelrunde den Verkäufern geben. Und dann bekommen die neue Verkaufsgegenstände. Oh mein Gott! Fick dich! Alter! Sausack. Jesus Christ. Oh. Bell Offerings. Boah, ich habe gerade richtig Gänsehaut gekriegt. Das hat sich wirklich angefühlt, als ob mir einer eine Backpfeife gegeben hat. So richtig wie so ein Stromschlag hat sich das angefühlt. So habe ich mich gerade erschreckt, als ich war mitten im Reden, mitten in Gedanken. Naja. Trotzdem. Ja, und diese Klangperlen, diese Bell Offerings, die kann man dann den sogenannten Twin Maidens geben, dem Shop in der Tafelrundfeste. Und dann kriegen die neue Items zu verkaufen, je nachdem, welche Klangperlen man ihnen gibt. Und es gibt auf der Main Map, das kann ich euch auch gerne mal zeigen, zum Beispiel, wo haben wir sowas? Gibt es solche Höhlen. Wo haben wir denn jetzt mal eine? Hier zum Beispiel. Die so ein bisschen rötlich sind. Seht ihr diese Tunnel? Diese roten Höhlen. Und die haben meistens oder immer, ich weiß es gar nicht, ob es immer ist, aber ich glaube schon, aber vielleicht ist es auch nur meistens, haben die am Ende einen Boss, der eine Klangperle droppt. Und das sind die, mit denen man dann die Materialien zur Aufrüstung der Waffen kaufen kann. Das heißt, man muss die nicht mehr farmen. Man muss sie nicht mehr suchen. Ja gut, auf den falle ich jetzt mal ausnahmsweise nicht rein. Sondern man kann die dann halt eben kaufen. Wie macht man das jetzt am schlausten hier? Ich kann den noch nicht anvisieren. Was passiert, wenn wir Mock shackeln? Passiert nichts.
Können wir was auf den drauf werfen? Aber was? Gar nichts. Danke, Kamera. Falsch, ich wollte heilen. Ich hatte noch den Redmayne Firepot ausgestattet. Kein Problem. Das müsste schon so der 50. oder 100. Tod sein. Durch falsches Equipment von Items. Oh, man kann ihn natürlich auch einfach liegen lassen, ne? Da ist noch schon wieder einer. Shadow Realm. Okay. Und hier ist offensichtlich Schluss. So, jetzt sind wir hier. Dann gehen wir mal weiter runter, oder? Ich gehe zu Fuß. Oh, cool, noch mehr Hände. Oh, die droppen Somber Smithing Stones plus 1. Sind das die Finger der Götter? Ich habe dann Angst, dass irgendwas mich überrascht. Oh, guck mal, das sind Gegner, die sieht man kaum. Was ist denn das? Hier bin ich. Da muss man echt gut hingucken, dass man die überhaupt sieht.
Oh, eine große. Da hast du noch eine Riesenhand. Wenn die auf einen runterklatscht, das tut richtig weh. Das ist eine richtig feiste Nackenklatsche. Och. Wie ich das hasse, wenn ich mich so verrechne. Oh ja, der Nebel kommt. Perfektes Timing. I love it. Wer mag nicht Nebel? Ey, Nebel, ey. Was ist eigentlich Nebel? Nebel, ist das irgendwie sichtbare Luft? Sind Wolken und Nebel das gleiche? Ich glaube, niemand weiß, was Nebel ist. Die Leute forschen noch danach. Es könnte alles sein. Es könnte giftig sein. Was ist da? Was ist da? Was? Nebel gleich Wasser in einem Gas. Rauch gleich Festpartikel in einem Gas. Ach, das denkt ihr euch doch alles jetzt aus. Also, dann könnte ja Nebel nur entstehen dort, wo es regnet. Was? But why? Also dafür, dass hier so viele Hände waren.
Sehr erstaunlich wenig Loot. Ah, hier kann man eine Remembrance verdoppeln. Verstehe. Das sind quasi die Mausoleum-Teile, deshalb ist das hier so gut bewacht. Na gut. Bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter, aber gut zu wissen, dass man das hier machen kann. Trotzdem irgendeinen geilen Loot hätte ich mir schon irgendwie gewünscht. Diese mysteriöse Musik, die Hände, irgendwie habe ich gedacht. Hier ist mehr. Ja, Mann. Captain America for the win. Von da sind wir gekommen, ne? Ja, da sind wir gekommen. Das Gebiet ist größer, als es auf den ersten Blick scheint. Sehr weitläufig, aber diese großen Finger, die sind halt groß. Dadurch wirkt das Gebiet so klein, aber das ist auch ein großes Gebiet, sehr weitläufig. Irgendwie auch ganz geil, dass das hier so wie so eine Wüste, wie so eine Fingerwüste. Sehr, sehr leer, sehr karg. Ich hab nur Schiss, dass wieder irgendwo eine Hand runterdotzt. Dark Knight, vielen Dank für dein Zap. Ob ich die Lore kenne für diese Finger hier? Nee, kannst du gerne mal in den Chat schreiben. Ich bin lore-technisch bin ich schlecht in Elden Ring. Da kenne ich mich nicht gut aus. Ich habe es mir zwar natürlich alles angehört, aber jedes Mal, wenn ich mir so einen Stammbaum angucke, denke ich immer so, ach, müssen die ja alle gleich heißen.
Michaela, Marika, Merika, Meledia, Malenia, Merina, Melina, Ranela, Ralena, Ralana, Ralini, Rihanna. Ich finde das schwierig. Gottfried, Gottwin, Gottfrei, Mogwin. Was soll ich das alles? Wie soll man das alles? Und der ist mit dem zusammen, die waren mal da, die Götter, dann waren die zusammen, dann war er mit der zusammen, hat den als Sohn gekriegt, der hat sich den aus dem Leib geschnitten, dann ist der die Tochter geworden und so weiter. Ich komm da, ganz ehrlich. Früher war das einfacher. Da gab es Skeletor und da gab es He-Man. Und Skeletor war böse. Warum, weiß ich nicht. Weiß man nicht. Ist auch scheißegal. Er war halt einfach böse. Und He-Man war halt einfach gut. Fertig. Und wenn der Böse kommt, kommt auch der Gute. Und wenn der Böse nicht kommt, dann kann Prinz Adam chillen. Lore von He-Man zusammengefasst. Oder wie, oder was? Boah, hier, das ist so verwinkelt und sieht alles gleich aus. Hier weiß man überhaupt nicht, wo man schon war und wo man nicht war. Und hinter jedem Finger oder so könnte natürlich irgendwo noch ein Geheimnis lauern. Das ist hier nicht so leicht zu erkunden, dieses Gebiet tatsächlich. Nicht, weil es schwer ist, sondern weil es echt enorm unübersichtlich ist. Wenn man hier sich kaum irgendwie geografisch orientieren kann. Sieht aus wie Nostrum. Sieht ein bisschen Giga-mäßig aus. Also nicht NBC, sondern nach HR. Giga gibt's noch, ja, die gibt's noch. Also die, den Namen Giga, das Portal. Aber das ist ja, hat ja schon mehrfach den Besitzer gesetzt. Das hat natürlich nichts mehr außer dem Namen mit früher zu tun. What the fuck war denn das? Alter, mein Herz. Ich habe gerade in den Chat geguckt. Irgendwas hat mich richtig krass darunter geballert. Alter, was ist das? Guck mal von da hinten. Das ist ja nicht wahr. Alter, was sind das für... Was... Fucking Mörser oder was? Alter. Der macht keinen Sch... Ich wollte gerade sagen, der macht keinen Schaden. Okay. Alter Schwede. Der sieht mich doch gar nicht. Da oben. Hä? Boy, wo kommst du denn her?
Das ist aber auch immer so geil bei Souls-Spielen, in so einem neuen Gebiet neue Gegner und neue Gefahren und so. Man weiß immer dann nicht, was einen so ganz erwartet. Das kann alles einen immer auch überraschen. Okay. Wisst ihr, was hier helfen könnte? Ich probiere es immer wieder. Nie klappt's, aber hier könnte es klappen. Creepus' Vial. Vielleicht hilft das. Maul. So, ich glaube, ich spiele das Spiel zu langsam. You think? Ja. Okay, ich gehe jetzt hier auf dem Pferdchen einfach entlang. Man wird ja nicht belohnt dafür, wenn man hier vorsichtig durch die Gegend geht. Ist eigentlich besser, mit dem Pferd schnell zu reiten und alles hier so abzugucken. Drecksviecher. Fingermimik. Neues Item. Da liegt halt echt wenig rum hier, ne? Also schon relativ leer dieses Gebiet. Aber vielleicht soll das so sein. Vielleicht ist das Lore technisch erklärbar. Dass man sagt, okay, das ist hier so eine Art Ruhestätte und das sind die Wächter der Ruhestätte oder sowas. Rote Augen. Hat sie da gar keinen. Gott, wie soll man dieses Gebiet gescheit durchkämmen? Durchkämmt die Wüste!
Yes! Okay, Leute, lasst uns drüber reden. Bester Comedy-Film. Bester Comedy-Film. Naked Gun, ja, nackte Kanone, sehr gut. Hot Shots, nackte Kanone. Dumm und Dümmer. Ich habe neulich wieder Nackte Kanone 1 geguckt. Ist immer noch super. Er ist wirklich zeitloser Humor. Leslie Nielsen ist sehr verdächtig. Hangover. Big Lebowski. Das Leben des Brian. Sehr gut. Airplane. Auch sehr gut, ja. Verrückte Reise in einem verrückten Flugzeug. Harold & Kumar 2 sogar. Leg dich nicht mit Zohan an. Unterschätzter Film auf jeden Fall. Zohan ist echt, glaube ich, es war ein Flop, aber es ist ein sehr lustiger Film tatsächlich. Spaceballs sehr gut, Ace Ventura, oh, lang nicht mehr geguckt. Step Brothers auch unterschätzt, ja, Step Brothers sehr gut. Geschenkt ist noch zu teuer, Steven Spielberg sehr gut, ja, Tom Hanks. Das Leben stinkt, Mel Brooks sehr gut. Ritter der Kokosnuss auch fantastisch. Ihr habt ja richtig Geschmack, Leute, ihr seid richtig gut. Reine Nervensache. Robert De Niro und Billy Crystal. Bill und Ted's verrückte Reise. Ricky Bobby. Talladega Nights, ja. Mag auch Steve Martin Filme. Ja, die alten. Single kommt selten allein. The Jerk. Also Reichtum ist keine Schande. Das sind richtig gute. Ferris Bueller's Day Off, ja. Wobei ich den jetzt nicht so übermäßig witzig finde. Ich mag den zwar sehr gerne, weil der auch so einen coolen Vibe hat. Aber der ist jetzt nicht super funny. Nee, also nicht funny. Funny how. Aber nicht so wie jetzt, weiß ich nicht. Nackte Kanone oder. Ich mag ja noch Verrückt nach Mary, finde ich tatsächlich sehr gut. Ist auch eine meiner Lieblingskomödien. Aber es wundert mich, dass hier noch keiner Anchorman gesagt hat. Dass er der absolute König ist, meiner Meinung nach. Iswas Dog. Oh, Barbara Streisand. Ja, richtige Klassiker rausgehauen hier. Napoleon Dynamite finde ich auch absolut super. Auch sehr, sehr lustig. Lacht ihr dann richtig oder schmunzelt ihr mehr so? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin jemand, der wenig laut lacht bei so Filmen, aber auch bei Stand-Up-Comedy oder so. Selbst wenn ich es über alles liebe und sau lustig finde. Also es ist irgendwie einfach selten, dass ich einen Film gucke und dann einfach ich habe, glaube ich, diese Emotion eher, die habe ich selten. Das sind dann meistens, muss Colin irgendeine dumme Scheiße labern, damit das bei mir getriggert wird. Aber so ein Grinsen und so ein Dauerlächeln habe ich dann meistens. So ein ja, schwer zu erklären. Genau, Requiem for a Dream, die beste Comedy ever. Ghost Movie? Den kenne ich nicht. Was ist denn Ghost Movie? Meint ihr, man kann hier irgendwo auf so eine Fingerkuppe runterjumpen oder so? Aber warum sollte man, ne? Dumm und Dümmer, ja, wurde schon gesagt. Ziemlich beste Freunde. Um es mal genannt zu haben, Interstellar, ja. Der war lustig. Und dann haben wir gelacht. Leben des Brian hatten wir auch schon, ja. Papa Ante Portas, ja, hier mal ein bisschen Loriot, klar. Ödipussy würde ich da. Oh nein! Warum, Eddie? Warum? Warum, du Idiotenkind?
Oh, wie unnötig das war, Leute. Das ist, weil ich hier alle zwei Sekunden in den Chat gucke. Ey, Mann, wo ist mein Car? Dude, where's my car? Fand ich auch sehr lustig. Hotfuzz. Ja, Hotfuzz hat mich nicht ganz so abgeholt. Ich bin irgendwie so mit der Cornetto-Trilogie nie so richtig warm geworden. Also Shaun of the Dead fand ich schon auch cool, auch ein cooles Konzept. Aber irgendwie hat die mich nie so hundertprozentig gecatcht, wenn ich ehrlich bin. Ich fand aber auch Shaun of the Dead schon auch... Ich fand Shaun of the Dead schon noch den besten Teil. Kennst du Smiling Friends? Nee, das sagt mir nix. Braindead, ja. Splatter-Comedy, wenn man so will, ja. Kein Pardon. Bitte geben Sie die Glücksnummer ein. Ich bin der listische Glückshase. Ich hab gesagt, California Road. So kann ich schnell arbeiten. Das ist ein fantastischer Film. Bitte geben Sie die Glücksnummer ein. Tropic Thunder, schöne Bescherung, Classic. Wenn ihr mal einen Film geheimnet, den habe ich auch schon tausendmal bei Kino Plus und früher bei Giga und so vorgestellt, aber ein geiler Film, den irgendwie immer noch nicht viele kennen, ist tatsächlich Go. Weiß gar nicht, wo der läuft. Lethal Weapon, Loaded Weapon, auch gut übrigens. Samuel Jackson. Ich glaube Emilio Estevez, ne? Wie ich nicht treffe. Superbad, ja, Superbad ist auch super. Die Geburt im Prinzip von... Ja, wie heißt der? Project X, ja. Meet the Fockers, ja, den mag ich auch gern. Wedding Crashers finde ich auch gut. Voll auf die Nüsse. Starsky & Hutch fand ich eigentlich auch gut. Ich mag eigentlich Ben Stiller Filme sehr gerne. Ja, Zoolander liebe ich. Borat, ja. Na, Bruno zum Beispiel fand ich enttäuschend. Hat irgendwie dann... Borat kam zur perfekten Zeit, finde ich irgendwie. Falsche Taste. Bei Bruno hat es schon nicht mehr so richtig gezündet. Licorice Pizza, ja. Wobei, ist der eine Komödie? Ja, der ist auf jeden Fall geil. Den Film mochte ich sehr. Kam ja erst vorletztes Jahr raus.
Superbad, super, ja. Mal schon. Shit. Das ist ganz gut. Die Axt auf dem Pferd funktioniert tatsächlich gut. Oh ja, 21 Jump Street fand ich auch sehr lustig tatsächlich. Beide Teile. Hätte ich mir auch noch einen dritten geben können. Deadpool natürlich. Wobei ich Deadpool 2 noch ein bisschen besser fand. Als Deadpool 1. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, ich weiß, wo ich bin. Das ist der Feuergolem. Wir sind einmal quasi im Kreis. Okay. Das bedeutet ja... Der Drache ist direkt über mir. Das ist ja nice. Jetzt hier nicht wieder irgendwo runterfallen. Wir können jetzt aber auch mal irgendwo wieder ein Bonfirechen sein, finde ich. Das ist jetzt schon ein weiter Weg, den ich hier immer gehen muss. Ah! Fick dich! Ich habe mich nicht erschreckt. Mann, ey. Wieso kann ich nicht mich cooler erschrecken? Guck mal, da ist doch schon wieder einer hier direkt vor mir. So. Mio, ey, das siehst du hier natürlich in diesem Blumenfeld. Diese Schweinchen, ey, guck, das siehst du überhaupt nicht, da ist wieder einer. Ja, der wird immer ein kleines bisschen gestunt von meinem, von meiner Axt, was ganz geil ist. Kung Fu Hustle finde ich auch super, ja. Trinken wir was. Ich trinke viel zu wenig, das stimmt. Das stimmt. Es kommt mir hier irgendwie bekannt vor. Wo bin ich denn jetzt hier? Am Flügel des Drachen.
ist das denn für ein Bär? Das Problem ist, wo ein Bär ist, sind meistens auch noch größere. Pilze. My theory is proven true. The finger creepers hail from these ruins. So now must I sound this one hanging bell. And sweetly cradled shall I come to be at the bosom of the exalted mother. What? Die man einfach immer nix rafft, was die sagen. Fingerweaver's Cookbook. Glinting Nail. Okay. Will ich mal wieder meisterhaftes Level-Design von FromSoft hier. Aber irgendwas ist mir hier nicht koscher. Ich traue dem Frieden nicht. Zwei kleinere Bären, Braunbären, Rotbären, Erdbären, wir wissen es nicht. Die haben noch nicht das ganze Gebiet nur für diese Hütte und diesen Typen gemacht. Das ist doch schon wieder mehr als merkwürdig, dass dann hier nicht noch wenigstens ein Dungeon oder ein Boss oder irgendwas ist. Oh ja, Spinal Tap haben wir vergessen. Stimmt, auch wichtiger Film. Im Comedy-Segment. Ich kann es gar nicht glauben, dass hier nichts ist. Überleg mal, wie weit ich gegangen bin, um hierher zu kommen. Hier ist einfach nichts außer dieser Holzhütte, oder was?
Und diese zwei Bären? Sonst gar nichts. Das ist merkwürdig, ey. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. Kein, nicht mal ein Bonfire? Guck mal hier, weit und breit kein Bonfire. Das ist relativ selten. Guck dir das mal an, hier in dem gesamten Gebiet. Okay, vielleicht habe ich noch nicht alles gesehen, aber ich bin jetzt von hier. Hier runter, da lang, da lang, da lang, hier hoch. Merkwürdig. Der Riss im Süden ist ja nicht nichts. Welcher Riss im Süden? Okay, irgendwas mit einer Klingel. Ach so, nee, ich meine jetzt schon hier nur dieses Gebiet hier, nur hier im Umkreis von 20, 30 Metern. So generell in dem Gebiet gibt es natürlich genug, aber hier jetzt dieser Bereich. Also hier unterm Flügel vom Drachen. Ist wirklich nicht viel. Unterm? Hier die ganzen Hände, die hier waren und so. Man sollte meinen, die bewachen irgendwas Wichtiges, aber nö. Also, das Ding ist ja immer, man muss sich ja immer fragen, wenn man das Gebiet nicht erforscht, also wenn man es verpassen würde. Oder anders gesagt, würden wir jetzt ein NG Plus machen. Warum sollte ich hier nochmal hinreiten? Es gibt überhaupt keinen Grund. Es gibt keinen Dungeon, keinen Boss, keinen... Keine Waffe, kein Rüstungsteil. Es gab, okay, es gab dieses eine Ding, was wir jetzt craften können. Glinting Nail. Ja. Das ist wahrscheinlich eh irgendwas, was ich nicht benutzen werde. Wo das ist, Glinting Nail. Oh ja, Pick of Destiny ist auch super, mag ich auch sehr gern. Glint Nail. Ist das? Ne, Eternal Sleep Pot. Glintstone. Das?
Da. Fire Shattering. Use FP to fire Shattering Magic Nail. Kann ich nicht mal herstellen. Found at Finger Runes. Nailstone. Brauchst drei Nailstones. Und ein Pearlescent Scale. Found by Hunting Lamprey. Warte mal, auch das ist. Nails. The Lampreys that guard the finger runes resemble fingers far more than they do humans, and so finger weavers imitate their sorcery. Well. I don't know, man. I don't know. I don't know. I don't feel it. I'm iced tea, and I don't like those items. Fuck that. Motherfuck the police. I'm iced tea, and I want to beat some enemies. Sorry. Ich weiß nicht warum. I don't know why I tried that. You are wrong. You have to give me motherfucking loot. Ja, das ist meine Eistee-Imitation. Ist hier noch was? Hier ist nix, ne? Gut, wir verpissen uns. Das soll ein Finger sein? Guess who's back? Shady's back. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Dreht da langsam durch. Oha, ein hohler Finger? Nee. Oh, da vorne geht was. Ich hab's gerade kurz erspäht. Nee, doch nicht. Doch, irgendwas ist da. Also für jemanden wie mich, der hier so fast schon OCD-mäßig alles absucht, ist dieses Gebiet ein absoluter Albtraum. Es ist so verwinkelt und keine Ahnung.
am Ende lese ich, ja, habt ihr denn nicht den Eingang gefunden zu dem Mega-Dungeon, der zu Elden Ring 2 führt? Nee, was? Von den Fingerruinen? Ja, ja, da muss man aber echt gut gucken. Ja, und dann da durch so ein Portal geht, landet man direkt bei Elden Ring 2. Okay, hab ich gesehen. Schade. Hier muss noch irgendwo einer sein. Die Musik irgendwie, die Stimmung, also die Musik und die Stimmung erinnern mich ein bisschen an die unendliche Geschichte. Okay, wir nähern uns der Mitte, aber ich traue mich noch nicht. Das ist bestimmt ein Boss. Oh, Chiara, danke für den Raid. Wup, wup. Mega nice. Wir sehen uns morgen über... Mann, welcher Tag ist heute? Sehen wir uns bei Home Street Fighter? Hallo, ihr Lieben. Ich bin natürlich am Suchten. Und bin hier in einem neuen Gebiet. Oh, was ist da? Leute, was ist da? Guckt. Da ist wieder so eine Hand. Hier muss man nämlich echt auch aufpassen. Was gab's denn bei Chiara? Auch Elden Ring? Zum Glück mache ich keine Geräusche. Ich habe einen Talisman an, der mich lautlos macht. Oh, Chained Together mit Divi. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Wollte ich mir den, wir warten noch drauf. Mit den Jungs das zusammen machen. Für die extra Portion Hass. Aber zurzeit terminlich schwierig. Er schafft's nicht zu mir. Die. Mann, wie man hier wieder gar nicht... Guck mal, hier kann überall was sein. Wahrscheinlich ist hier überhaupt nichts. Ich reite. Das bringt hier nichts zu Fuß, glaube ich. Ich kann jetzt nicht. Schleckenposition. Hi. Gib doch endlich. So, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Falsche Richtung.
Vielleicht sollte man besser auf dem Weg bleiben. Oh, ich muss aufs Klo. Da unten. Also ihr könnt aber auch mal irgendwo ein Bonfire mal langsam... Oder irgendwas. Okay. Das war nicht nett. Okay. Was ist das für ein komisches Gebiet, Leute? Jetzt will ich hier einmal komplett diesen Außenring lang. Das war komplett useless. Bin ich auf keinem dieser Finger ist irgendwas. Vielleicht gehe ich falsch ran an die Sache. Vielleicht muss ich mich mal davon befreien, so ein Konsument zu sein. So mich ständig zu fragen, was kann das Spiel mir bieten an Loot? Vielleicht geht es gar nicht darum, immer irgendwas zu kriegen. Irgendwas einzusammeln. Vielleicht ist die pure Existenz dieser schönen Welt ja eigentlich schon das Loot, nach dem ich immer suche, das mich nie komplett fühlen lässt. Weil ich mich immer frage, ich brauche immer was Neues, ich brauche immer neues Loot. Vielleicht ist das das Problem. Oh, ich muss dringend auf die Toilette, aber es gibt hier nirgendwo einen Bonfire. Pearls and Scale, das sind die Dinger, die man braucht für... um diese Dinger zu bauen, zu craften. Alle gefangen. Also Finger spielen ja generell in Elden Ring eine große Rolle, ne? Wir haben die Finger Maiden. Wir haben die ganzen Finger-Items, mit denen man Multiplayer spielt.
Es ist ja ein großes Thema in diesem Spiel hier. Und ich meine, ein Ring, ein sogenannter Elden Ring, kommt ja auch, na, an einen Finger, richtig. Okay, Leute, ich kann nicht länger einhalten. Ich verstecke mich jetzt kurz hier. Gehe kurz aufs Klo. So, hier sollte ich sicher sein.